Hi Leute, wir stehen mal wieder am Vorabend vor einer großen Reise. Wir fahren morgen nach Zoutelande nochmal. Machen wir öfter so im Herbst und machen nochmal so eine zweiwöchige Tour jetzt nach Zoutelande, machen dann noch ein bisschen Urlaub. Wir freuen uns da schon drauf und morgen früh geht's dann los. Und wir nehmen euch morgen früh dann auch wieder mit ins Boot und dann fahren wir dahin. Bis dann, macht's gut. Guten Morgen. Jetzt sind wir kurz vor Zoutelande. Es ist ungefähr noch, ja, genau noch 42 Minuten, bis wir da sind. Also wir sind jetzt schon auf dem letzten Autobahnstück. Die Autobahn, die direkt nach Vlissingen führt und sind, wie gesagt, jetzt noch knapp 40 Minuten. Wir werden erst noch einen kleinen Zwischenstopp machen beim Intraduin. Und ein kleines Körbchen holen für unseren Hund. Haben wir vergessen. Oder wir wollen sowieso eins holen. Also wir haben zwar eins zu Hause, aber die sehen eine Herstepperei. Wir wollen eins holen, was wir hier dann auch im Wohnmobil lassen. Damit er sich immer wohlfühlt. Heute Morgen hat unser Hündchen eine große Tablette bekommen. Eine ganze. Ist, glaube ich, besser wie sonst. Oder? Ja, ne? Also hat schon ganz gut gepasst. Ja, Wetter ist im Moment noch sehr diesig. Wir haben gerade mal eine kleine Pause gemacht. Ist auch noch relativ frisch. Naja, gucken wir mal, wie es wird heute. Gemeldet ist eigentlich erst halt ab heute Nachmittag Regen. Bis dahin wollen wir da noch aufgebaut haben. Wir werden diesmal das Vorzelt, sprich das Markisenvorzelt, dran machen. Ja, jetzt sind wir kurz vor Zoutelande. Es sind noch ein paar Hundekorb ist gekauft. Kilometer. Und der Hund liegt glücklich in seinem neuen Hundekörbchen. Das haben wir gerade bei Intratuin, glaube ich, so heißt er, gekauft. Ja. Die sind aber schwer am, das ist ein großer Gartencenter, die sind aber schwer am Umbauen. Da wird schon die Weihnachtsdeko eingeräumt. Oh, ja, stimmt. Die waren schon die Weihnachtsdeko am Einräumen, oder? Ja. Fand ich schon heftig. Wir sind angekommen. Ich zeige euch mal gerade, wie wir stehen. Ist noch nicht alles fertig, aber das meiste ist jetzt fertig. So, da stehen wir. Hündchen, mal gucken. Das ist der Platz. Hier gibt es eine Waschmaschine, einen Trockner, eine Mikrowelle und einen Kühlschrank, wo man Sachen einlagern kann. Das sind die Toiletten. Duschen. Und Herren duschen. Dann nehme ich euch gerade mit rein, um zu zeigen. Das hier ist allerdings die größte Dusche, muss ich sagen. Aber schon das normale Maß. Waschbecken. Ja.
dicht es ist. Da stehen wir. Für die Kinder ein Trampolin. Hier eine kleine Bullbahn. Man steht eigentlich hier komplett im Kreis. Da hinten sind auch noch mal so 10 Plätze durch den Durchgang da hinten. Ja, das war's eigentlich. Mehr ist es nicht hier auf dem Platz. So, war ein langer Tag. Wir waren aber heute Morgen relativ früh hier. Um 11? Ja, kurz vor 11. Nein. Doch. Viertel nach 10. Viertel nach 10 waren wir schon hier. Ja, stimmt. Ja, da sind wir noch in Intraduin. Ja. Da haben wir für unseren kleinen Wolf noch ein kleines Heierbettchen gekauft. Kuschelheierbettchen. Ja, und dann haben wir alles aufgebaut. Und jetzt machen wir mal so eine Abendrunde. Gegessen haben wir schon. Wir haben Lachs gegrillt mit Bratkartoffeln und schönen Salat dabei gemacht. Haben wir von zu Hause noch mitgebracht gehabt. Ja, jetzt gehen wir erstmal eine schöne Runde hier durch den Park. Das ist so ein kleiner Naturpark, was ich schon ganz nennen soll. Aber ist ein kleiner See drin und kann man drum rumlaufen. Und dann gehen wir noch ein bisschen durch Städtchen. Ja, nochmal so, ne? Das mit dem Gimpel müssen wir noch üben, ne? Dreimal, dann sieht man mich, genau. Dreimal, dann sieht man mich. Ein bisschen weiter weghalten. So. Ah, da versteckt sich jemand. Was ist denn jetzt? Mein Knie. Oh, schon wieder Knie. So wieder dreimal. Dann wieder um. Gimbel ist doch ein Bierkrug. Ne, Gimbel heißt das Ding. Gimbel. So, hier kommen wir jetzt an den kleinen See. Oh ja, wir sind hier. Ja, wir gehen jetzt rund, vielleicht sieht man das an. So, da ist jetzt der See. Sind mal wieder wie üblich. 2, 3 Entchen sind drauf. See ist gut. Da ist ein Tümpel. Wer ist das nicht? Da sind die Dünen und hinter den Dünen ist das Meer. Heute ist das Wetter nicht so besonders schön. Es ist ganz, ganz fein am Nieseln. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt erkennt hier auf dem Video. So, da komm. Ab, 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 ab. Oh, nochmal. Oh, nochmal. Oh, nochmal. Oh, nochmal. Oh, nochmal.
Nachbar gerade am Anzoomen. So, hier ist der große Fußballpark von den Möwen. Haben aber auch einen schönen Platz, muss man dazu sagen. Große Tribünen. Ein bisschen einkaufen. Am Jumbo. Hier vorne steht die schöne Mühle. Die hat auch, ich weiß nicht, ob sie am Wochenende auf hat. Die backen ja immer, die mahlen ja noch. Ne? Da kannst du auch Brot, Mehl da holen. Ne? Oder Brot, ich weiß jetzt gar nicht. Eine sehr schöne Mine. Gemacht im Strandpavillon Herweg. Ist eines der gemütlichsten, für uns gemütlichsten Strandpavillons hier in und um Zauteland herum. Ist deshalb so gemütlich, weil es komplett mit Selbstbedienung geht. Ist daher auch ein bisschen preiswerter wie die anderen, oder ein bisschen ist gut, eigentlich viel preiswerter wie die anderen. Bietet auch Kleinigkeiten zum Essen an. So eine kleine Fritur nebenan. Und das Ganze ist wirklich direkt hier am Strand und urig gemütlich. Wir sind eigentlich mindestens 2 bis 3 Mal im Urlaub immer hier. So, ich zeige euch mal gerade, wie das hier rundum aussieht. So. Da hinten in der Ecke, hinten in der Ferne sieht man Zauteland. So, jetzt kann man es besser sehen. Ja, und so sitzt man dann hier direkt am Strand. Ja, wir sind mal wieder am Strand. Heute 3. Tag hier in Zauteland. Heute ist es stürmisch. Heute Nacht hat es stark gewittert und richtig viel geregnet. Aber heute war ein ganzer Tag sonnig,
Temperaturen um die 21 Grad. Jetzt wird es langsam ein bisschen frisch, weil der Wind auftritt langsam. Und ich zeige euch mal, wie wir hier so stehen. Ein kleiner Wuffi steht da vorne. Ein Fräuschen ist auch schon da. Schön eingepackt. Ja, der Wind ist frisch. Also trotz 21 Grad ist es hier sehr, sehr frisch jetzt. Und die Gleitschirmflieger sind auch schon da. Guck, da hinten sind sie wieder. Das ist der erste, ne, der für heute da ist. Ja. Aber der ist auch schon ganz schön hoch. So, jetzt müssen wir uns wieder einen Durchgang suchen. Also hier passe ich nirgendwo durch. Schatz, wo muss ich durch? Hier. Jetzt kommen wir gleich zum Strandpavillon de Branding. Ja, da ist schon ein bisschen mehr los, da hinten an den Strandhäuschen. Und bei dem Wetter tauchen auch direkt die ersten Angler wieder auf. Okay. So. Na, guck mal hier! Na komm! Super! Oh komm! Super! Oh, dann lauf hier!